Lifestyle of the poor and dangerous. Tja, das ist halt eben die Frage, ne? Warum wurde der denn getötet, ne? Ihr Messerstecher. Tja, ich befinde mich hier in der legendären Straße, in der Taunusstraße. Gerade wurde wieder jemand eben kontrolliert, weil er eben Waffen einstecken hat. Ja, also das heißt, das wird hier immer gefährlicher. Ja, die Menschen bekommen immer mehr Angst, ja. Also so kann es ja eben nicht weitergehen. Ja, da kann man auf jeden Fall viele nette Leute eben kennenlernen. Da gehe ich auch ab und zu mal gerne hin. Schöne Partys kann man da feiern auf jeden Fall. Da geht's sowas. Hey, was geht denn hier ab? Massenpanik oder was? Ja. Oder sind die in einer Laufgruppe oder was? Hey, was passiert, yo? Jawohl, schön rennen immer oder Fahrrad fahren. Wunderbar. Spitze. Tja, da sind sie wieder fleißig, ne? Lohnen tut sich diese Arbeit ja nicht. Aber es ist natürlich ehrenwert, wer mit dem Fahrrad eben Essen rumfährt, ne? Ja. Auf jeden Fall immer schön reingehen, lohnt sich. Richtig geile Angelegenheit dort. Da hängt schon noch ein Plakat von The Culture. Legendäre Alben, Ticket kostet 12 Euro, lohnt sich auf jeden Fall, kann man sich hier reinziehen, richtig Hammer, richtig cool. Hier kann man ein bisschen produzieren üben, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice für die ganzen Nachwuchsproduzenten. Das ist auf jeden Fall geile Mucke, da kann man mit arbeiten. Die ganzen Diskotheken, die immer dieselben Lieder eben spielen. Ja, gerade in Frankfurt, könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Der da hinten fühlt sich auch wohl auf jeden Fall. Ja, der chillt sein Leben. Ich war gerade Schuh kaufen, immer noch bei Zalando zwar, aber Zalando ist immer gut. Tja, die Graffiti-Künstler in Frankfurt sind auf jeden Fall wieder aktiv. Mal gucken, was da so steht. Und was sagt ihr, die Schuhe, besonders die Farbkombination ist halt mega. Da stehen die Umzugskartons. Ich wollte ja mal nach Köln umziehen. Hoffentlich irgendwann eben mal in ein schönes Einfamilienhaus.